So, das rote Licht ist an. Podcast am 10.2. für Kalenderwoche 6. Jetzt hat er mich kalt erwischt, ich war noch gar nicht so weit. Ja, das ist der Überraschungsmoment, den wir heute eingefügt haben in die ganze Sache. Apropos Überraschungsmoment. Lassen wir uns einen ganz kurzen Rückblick aufs Thema der letzten Woche zu Gemüte führen, weil ich nämlich diese Woche lustige Werbemails bzw. Akquise-Mails eines der Opfer vom letzten Podcast bekommen hatte. Mm. Ne? Speisekarten-Web. Mm. Die verschicken nämlich gerne Mails an Restaurants und Restaurantbetriebe, die Gott sei Dank bei mir ankommen, wo dann drin steht, man möge doch unbedingt die Speisekarte bestätigen, die sie auf ihrer Seite eingefügt haben. Mmh, nett. So, und jetzt ist es nun mal so, dass, wenn man als Geschäftsinhaber, als Geschäftsmann, als Kaufmann agiert, ist es so, dass man, wenn man solche Angebote, wenn man auch dann auf diesen Link klickt, automatisch eine Geschäftsbeziehung mit dem Anbieter eingeht. Unfassbar. Also, wenn man praktisch seine Speisekarte, die man ungefragt und unbeauftragt dort, oder die Daten, die dort unbeauftragt eingefügt wurden, wenn man die bestätigt, dann hat man ist man einen Vertrag mit ihnen. Hat man einen Vertrag mit denen abgeschlossen, einen Dienstleistungsvertrag, was auch immer. Ich, ne, bin fern jeglicher juristischer Beratung, aber es ist halt so, dass man in dem Moment sich dann in eine vertragliche Abhängigkeit mit dem Anbieter begibt. Das wollte ich nur noch mal erklärt haben, weil diese Woche diese Mails bei mir eingetrudelt sind für oder über die Webseiten einiger meiner Kunden. Ja, das, man bekommt ja so eine Mail auch nicht von einem, sondern die machen das ja dann immer so stoßweise, immer so wochenweise dann für alle Mailadressen, die sie dann noch irgendwo im Portfolio bei sich haben. Ja, natürlich, wenn schon drei drauf einfallen, haben sie schon mal wieder irgendwo Umsätze generiert. Genau. Und man müsste eigentlich schon von Erpressung reden, aber. Ah, vorsichtig. Ja, wie gesagt, Geschäftskunden haben ja keinen Verbraucherschutz oder so. Ne? Also jeder, der geschäftlich tätig ist, der hat halt kein Widerrufsrecht oder sonstiges. Ja. Von daher ist man da ja immer ein bisschen auf seine eigene Information angewiesen, dass man sich halt nicht in sowas reintricksen lässt. Oder ne, den Werbefachmann hat, der einen berät und sagt, nein, klick da nicht drauf. Nein, ich berate nicht, ich warne nur. Ja, man begibt sich mit diesem Podcast natürlich auch in eine ein gewisses Risiko von Mitbewerbern oder von Anbietern solcher Sachen natürlich dann auch dann nachträglich belästigt zu werden. Von daher weise ich sämtliche Beratungsleistung die wird hier nicht gegeben. Wir berichten nur von eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja. Was jeder einzelne Hörer mit diesen Berichten von uns macht, bleibt dann demjenigen überlassen. Punkt aus Ende. Nur das jetzt mal als Disclaimer hier offiziell in den Raum zu stellen. So, ansonsten, was hat die Woche uns so gebracht? Nachdem wir letzte Woche Podcast aufgenommen haben, haben wir uns ja Sonntag Richtung Hauptstadt begeben, um dort an einem illustren Event teilzunehmen, der landläufig als Weinmesse bekannt ist. Und das taten wir dann auch. Wir begaben uns ins dauerverregnete Berlin und dort ins Schloss Charlottenburg, was relativ dicht war. Also da drin war es jedenfalls äußerlich. In der Orangerie. Eigentlich immer in der Orangerie. Genau, da war es äußerlich trocken, dafür umso feuchtfröhlicher. Und wir haben wieder sehr nette Menschen kennengelernt. Wir haben sehr viele sehr nette Menschen kennengelernt. Wir haben nette Winzer kennengelernt. Wir haben auch nette Besucher kennengelernt, die völlig übereuphorisiert ob der Hauptstadt waren, was mir ja nicht mehr passieren kann. Naja gut, muss man jetzt dazu sagen, wer jetzt auf Social Media geguckt hat, der weiß inzwischen schon, wir haben so ein irisches Pärchen kennengelernt. Und wer aus der irischen Landschaft kommt, der ist natürlich dann ein bisschen geflasht von der Großstadt, von dem Großstadt-Vibe von Berlin, glaube ich. Das stimmt. Da kann man ihn also dann. Ja, wir haben dann auch aufgrund von organisatorischen Zufälligkeiten
sind wir drum hingekommen, mit ihnen seltsame Berliner Gastronomie kennenlernen zu müssen. Und haben uns dann für die direkte Nachbarschaft vom Schloss Charlottenburg entschieden. Bevor wir wieder nach Kreuzberg fahren mussten. Genau, ja. Bevor noch irgendwie die Notwendigkeit bestünde, nach Mitte Kreuzberg oder irgendwo anders hinzufahren, wo man nicht hin möchte in Berlin. Nach Köln, Friedrichshain, überall. Man möchte ja, eigentlich möchte man in Berlin nur an ganz wenige Orte. Und wir haben uns dann für ein Restaurant entschieden mit Alt-Berliner Flair und Charme. Ja. Und waren da sehr gut aufgehoben, ehrlich gesagt. Mit einem wirklich sehr, sehr, sehr netten Service-Mitarbeiter, der sich wieder absolut empfohlen hat und wir wirklich mal wieder festgestellt haben, wie überrascht man doch sein kann, wenn man einen sehr netten, aufmerksamen Service-Mitarbeiter wieder vor sich hat. Ja, da wurden wir wieder mal sehr positiv überrascht. Ja. Also nicht, dass wir jetzt nicht oft positiv überrascht werden, aber das ist doch erwähnenswert, dass man da so positive Erfahrungen gemacht hat. Übrigens, positive Erfahrung. Wir greifen nochmal zurück auf dem Weg nach Berlin. Wir haben die Strecke mit Landschaft genommen, praktisch die 109 ab Prenzlau Richtung Berlin runter. Dann kommt man ja zwangsläufig durch Wandlitz. Und da haben wir ja unsere italienische Restaurantentdeckung aus dem letzten September. Und der haben wir wiederum einen Besuch abgestattet. Also Restaurante alla Fontana in Wandlitz. Da gehen wir ja ganz gerne mittlerweile Pizza essen, wenn es sich einfach logistisch und zeitlich ergibt, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Also ich fahre jetzt nicht wegen der Pizza nach Wandlitz aber, von hier. Aber wenn ich sowieso da in die Ecke oder wenn wir da unten in der Ecke unterwegs sind, dann ist das mittlerweile schon so ein, ja, meistens so eine Spontanidee, die wir dann haben, aber die dann im Hinterkopf wahrscheinlich immer schon mal so vorhanden ist. Mm, so, von daher auch da wiederum ein positives Gastronomieerlebnis, ein wiederholtes positives Gastronomieerlebnis. Ja. Oh Gott, also das war Sonntag und Sonntagmittag und wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass der Laden so brechend voll sein würde, aber er war es tatsächlich. Wir hatten noch Glück, dass wir so um 12:30 da waren. Genau. Und nach 13:00 füllte sich das, die Tür ging gar nicht mehr zu. Die Kellner waren dann nachher schon sehr in Hektik ausgebrochen, weil es so voll war. Kennt man hier ja gar nicht mehr, ne? Naja, wir gehen auch nicht mittags essen, ehrlich gesagt, also von daher. Also hier oben jedenfalls. Ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet. Ich kann dir sagen, hier ist sonntags normalerweise nicht so viel los. Na, die haben mittags. Die haben halt nichts da unten. Ne? Ist ja Rand Berlin, die haben halt nichts. So. Also ich kann mich hier oben an der Ostsee nicht so richtig dran erinnern. Es sei denn, es war jetzt irgendwie Sonntagsbrunch oder so ein Blödsinn, dass hier der Sonntagmittag so umgerannt wurde wie dort. Nee, kann ich mich ganz lange hier nicht dran erinnern. Ja, so unterschiedlich sind halt auch in Deutschland die Gastronomie. Gewohnheiten, sage ich jetzt mal. Ne? Und man muss dazu sagen, man muss schon extra hinfahren. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die viel Laufkundschaft drumherum hätten oder irgendwas, sondern die sind da schon extra zu hingefahren. Ne? Genau. So, aber kommen wir nochmal zur Weinmesse. Die Weinmesse natürlich. An sich war wieder mal sehr schön. Auch wenn witzigerweise haben wir dieses Mal keinen unserer lustigen Freunde getroffen. Also ne, man hat sich kennengelernt auf der Weinmesse, die Aussteller und man selber. Und dann trifft man sich immer mal wieder bei der Weinmesse und erzählt sich, was seitdem passiert ist. Und witzigerweise hat es dieses Jahr irgendwie so hingehauen, dass alle, mit denen wir so befreundet sind vor den Ausstellern, dass die alle nicht da waren. Die waren alle in Hannover. Aber wer will schon nach Hannover? Wir haben Berlin dann vorgezogen. Ja, genau. Aber dadurch haben wir wirklich ganz viele neue Aussteller. Genau, unter anderem das Bio-Weingut Amon aus Österreich. Ja. Und der Sohn der Familie, das habe ich jetzt nicht weiter eruiert, der war mit und hat sich da auch um den Stand gekümmert. Und der hat mir sehr interessante Einblicke in die aktuelle Weinanbau Geschichten gegeben, sogenannte Piwi-Weinreben. Ja, und ich denke, guck ihn an, Piwi, was ist denn das für ein neumodischer Kram? Ne? Und wurde dann aufgeklärt, das hat halt was mit Pilzwiderstandsfähigkeit zu tun. Und da erklärte er mir, dass sie halt jetzt gerade den Weinbaubetrieb umstellen auf
Rebsorten, die halt widerstandsfähig gegen den Klimawandel sind und auch gegen Pilzbefall und so andere Parasitenbefall und so eine Geschichte. So, der hatte mir nämlich erzählt, dass in den Weinbergen, in seinen Weinanbaugebieten, die sie haben, in den Flächen, in den Weinanbauflächen, so heißt es ja, Weinanbauflächen, dass sie da teilweise im Sommer Trockenphasen haben, die dann begleitet werden mit Temperaturen über 40 Grad. Wahnsinn. Ja, weil man hat ja keinen Schatten, ne? Also Temperatur im Schatten. Am Weinberg hast du jetzt nicht wirklich Schatten. Gibt es da nichts, da ballert halt die Sonne zentral auf die Weinstöcke und da sind dann Temperaturen von über 40 Grad mittlerweile keine Seltenheit mehr. Ne? Braucht man sich auch nicht wundern, dass in Spanien die Weinanbaugebiete so absterben. Ne? Ja, das ist so. Das ist ein globaler Effekt halt logischerweise. Ne? So, und darüber haben wir uns dann noch unterhalten. Ich schon mit 3 Weinproben. Aber ich fand das echt spannend. Und Ist ein sehr interessantes Thema. Ich habe mich mit ihm auch schon verabredet, dass ich da gerne nochmal was drüber schreiben würde und ihm dann praktisch den Vortext zur Kontrolle übergeben würde, damit da ich kein Blödsinn reinschreibe. Und da haben wir halt auch wieder viele Eindrücke und viele Content-Ideen für unser Lignac-Magazin gefunden. Jetzt brauchen wir bloß noch die Zeit, um da auch vorwärts zu kommen und was schreiben zu können, weil sich halt alles andere auch schon wieder so nach vorne drängt. Ja, und dann sind wir am Montag. Ach übrigens, wir wollten noch erzählen, das vergesst ihr ja immer, wir haben tatsächlich griechischen Wein kennengelernt auf der Weinmesse. Wir haben im Griechenlandurlaub ja irgendwie nur Bier getrunken, ein griechisches Bier, und haben dann jetzt in Berlin griechischen Wein ausprobiert, den ich auch gleich bestellen musste. Ja, den Rotwein wohlgemerkt. Ja, nur den Rotwein, der war so fantastisch. Also der... Von dem Weinanbaugebiet Mitrulis heißen die. Genau, der Pinot Noir, den er dann auch mit hatte, der war eher so durchschnittlich. Also den... Aber gut. Der Rosé war wirklich ein bisschen mittel, ja. Aber die Rotweine sind fantastisch. Die Rotweine sind gut, das können sie wahrscheinlich. Da haben sie wahrscheinlich Ahnung von. Das sind noch so alte Rezepte von Odysseus, die sie da noch irgendwie weiter verarbeiten und bearbeiten. Aber, gesegnet von Dionysos oder so. Ja, aber der Rosé war durchschnittlich. Also, war jetzt nichts Besonderes. Ja, das hatten wir auch noch. Den hatten wir auch noch kennengelernt. Und dann Weingut Bückermann, der junge Mann, der den Weingut jetzt mittlerweile übernommen hat. Der war auch da mit, und die machen nicht nur gute Weine, sondern die machen auch guten Säcke und guten Sekt. Genau wie, oh Gott, wie hieß der da? Der Weingut Wolf, glaube ich. Oder Busch? Busch oder Wolf? Busch waren wir noch einmal gucken. So. Naja, jedenfalls. Da gab es viel süße Weine, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nee, das war König. Ach, das ist König, genau. Ja, wie gesagt, man merkt, wir haben viel gesehen, viel kennengelernt, wir sind völlig unstrukturiert. während so dieser Weinmesse hat man ja auch ständig das Gefühl, man würde sich alles merken, tut man nicht. Deswegen habe ich zu Hause Gott sei Dank noch so eine Handvoll Flyer und Preislisten liegen, woran ich mich dann orientieren kann. Wenn ich noch erwähnen muss, ist Triebel. Bei dem habe ich auch Wein bestellt. Der hat nämlich einen wirklich fantastischen Sauvignon Blanc. Ja. Genau. Und auch die anderen Weine waren echt klasse. Der wiederum war schuld daran, dass ich einen Karton Wein von der Messe weggeschleppt habe. Ja, genau. Das stimmt. Wogegen ich mich im Vorgang heftigst gewehrt und verwehrt hatte, weil ich nie wieder Wein von der Weinmesse irgendwo hinschleppen wollte. Und ja. Aber der Weg. Wir waren diesmal schlauer und hatten die Unterkunft gleich genau neben der Weinmesse gebucht. Genau. Falls es doch passieren sollte, war ich blickig genug, diesmal ganz nah ran zu buchen. Genau. Und von daher war es nicht ganz so schlimm. So. Aber ja, wir haben wirklich noch die angefangenen Flaschen, die sie halt nicht mehr gebrauchen konnten oder nicht mehr verbrauchen konnten in irgendeiner Art und Weise, hat er uns dann mitgegeben, weil wir wirklich die Letzten auf der Weinmesse waren und so ins Quatschen gekommen sind. Und die Weine sind wirklich klasse. Da werden wir bestimmt auch noch mal ein paar zeigen oder so, wenn die da sind. Aber der Sauvignon Blanc, der hat mich echt aus den Schuhen gehauen, weil er hat recht, also er hat, ne? Beim Sauvignon Blanc ist es wichtig, dass du den richtigen Zeitpunkt der Ernte erwischst. Wenn er zu früh ist, kann er zu frisch, zu grasig sein und vielleicht auch noch einen Ticken zu viel Frucht. Und wenn er dann zu lange dran hängt, dann kann er halt eben zu weit in die Breite gehen. Dann ist er nicht wirklich spezifisch und dann hast du halt auch vielleicht zu wenig Frucht. Und der war halt wirklich auf den Punkt genau. Und er sagte auch, das ist eine ganz große Kunst, den an dem richtigen Moment halt wirklich auch zu ernten und den Wein daraus zu machen.
Ja, wunderbar. Und der war wirklich auf den Punkt. Großartig. Und der Rotwein-Cuvée, der war auch ganz toll. Da haben wir auch eine Flasche, ich möchte jetzt aber den Preis dazu nicht sagen, der war unglaublich teuer, aber der Rotwein-Cuvée, der ist klasse. Ja. Ja, also wie gesagt, war sehr, sehr, sehr schön der Tag und auch sehr, sehr lustig. Genau. So, dann sind wir am Montag bei wiederum durchgehendem Regen in die Schorfheide gefahren, und zwar in den dortigen Wildpark, und hatten da eigentlich ein reines Geschäftstreffen, was wir vorher vereinbart hatten, was sich dann aber zur halb privaten Veranstaltung schon wieder ausartete, weil da die ganzen Mitarbeiter absolute Schätzchen da sind. Ja, ja. Sehr mega, also hyper mega lieb und sehr, sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr, sehr fürsorglich. Und ja, also das Steffen war, hat ein Riesenglück, so ein Team zu haben, weil wirklich jeder sich da so kümmert und mitdenkt. Das Team hat aber auch richtig Glück, so eine Chefin zu haben. Ja. Das kommt aber auch noch dazu. Ja. Ne? Also das beruht ja immer auf Gegenseite. Das eine bedingt das andere doch. Ja, das eine bedingt das andere, und da kommt sehr viel Glück heutzutage ja zusammen. Mhm. Ne, der Rest der Woche war ja geprägt durch ein Schätzchen von Geschäftsführer, der nicht so viel Glück hatte. Oh der, Gott. Der sich aber übrigens darüber freut, wenn ich ihn namentlich erwähne. Ah. Der hat extra nachgefragt, ob ich in dem einen Reel bei Instagram mit Michael ihn gemeint hat. Und ja, ich meinte ihn. Deswegen an dieser Stelle Grüße an Michael. Ne, einen besonderen Gruß, Knickknack an kurz vor Micha. An meinen Micha. Ne? Du musst aber jetzt den Podcast auch regelmäßig hören. Hm. Das muss ich dir noch eintrichtern. Ne? Ich muss aktive Hörerschaftsakquise betreiben demnächst. Ne? Du kannst ihm sein Handy, weil er kannst du ja mit seinem Handy dann. Ich schicke ihm das auf sein Handy und dann kann er das hören. Genau. So machen wir das. Und da waren wir, wie gesagt, am Montag im Wildpark, haben da ganz viele Sachen besprochen, einen Einblick verschafft in die Sachen, die sie da machen, in die Arbeit, die sie da machen. Und weil es so schön war, die Wildboulette und der Kartoffelsalat so gut geschmeckt hatten, die wir gleich noch mitessen mussten. Das ist der einzige Grund, weshalb Jens gleich wieder hin muss, ist die Wildboulette und der Kartoffelsalat. Genau, deswegen fahren wir nämlich am morgigen Sonntag, dem 11.02., fahren wir nochmal runter. In aller Herrgottsfrüh, weil wir um 8 dort sein müssen. Und da nehmen wir eine Veranstaltung mit, die ganz neu ist da im Wildpark, die heißt Wolfsfrühstück. Das heißt, man geht von 8 bis 10 Uhr durch den Park, füttert mit den Angestellten und der Chefin persönlich die Tiere dort. Und vor allen Dingen auch die Wölfe. Ne? Die Wölfe, die Wisente, die Elche. Und dann ist dann von 8... Ich freue mich auf die Otter. Ja, die Otter kommen ja später. Von 10 Uhr ist dann Frühstück, und um 11 beziehungsweise um 11.30 Uhr werden dann die Luchse und Otter gefüttert. So, und dann ist die Veranstaltung auch beendet. Und an der Veranstaltung nehmen wir morgen teil. Das heißt also, wir werden morgen in aller Herrgottsfrühe werden wir aufbrechen, damit wir pünktlich da sind, weil wir wollen ja nicht die Letzten sein. Nee. Werden wahrscheinlich gleich eine ganze Menge Content noch mit einsammeln. So ist nämlich mein Plan, dass wir mit dem Content, mit den Sachen, die wir da aufnehmen, gleich weiterarbeiten können. Und dann werden wir mal gucken, dass wir so ein bisschen die Social-Media-Problematik von dem Wildpark so ein bisschen in die Spur kriegen und so ein bisschen auf Tempo kriegen, damit da der ganze Content, der da ist. Ich bin ja geflasht gewesen mit Ideen, als ich da war. Ich wollte ja schon die Kameras aufstellen und Gesprächsrunden einberufen und so weiter und so fort. Dass wir das ein bisschen in die Gänge kriegen und anschieben, weil da ist so viel Potenzial an Content, der eigentlich in die Welt muss, was im Moment noch nicht ganz so ist, wie es eigentlich sein könnte, meiner Meinung nach. Und da arbeiten wir zusammen, da werden wir ein paar Sachen entwickeln, denke ich mal, die dann auch in die Öffentlichkeit gehen. Ja, es war sehr interessant, dass die Chefin halt erzählte, wie sich der Besucher, wie sich diese Besuchergeschichte entwickelt hat. Und wo wir natürlich ein paar Ursachen eruieren konnten, aber auch Ideen gewälzt haben, wie wir das natürlich wieder andersrum drehen können. Ne? Ist schon sehr interessant, wie man so von außen mal reinblicken kann in Sachen, wo man nicht jeden Tag reinguckt, weil ein Wildpark ist natürlich jetzt auch nicht jeden Tag so, dass man da hinfährt oder, also keiner fährt jeden Tag in einen Wildpark. Und der ist aber wirklich fantastisch aufgebaut und
komplett auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt, was man ja auch nicht immer hat. Und sie hat wirklich eine ganze Menge erzählt, auch von anderen Wildparks, die sie sich, also ne, die tauschen sich auch untereinander aus in Deutschland. Und das war interessant. Also es war wirklich interessant zu sehen, wie es mit der Besucherstruktur aussieht und was da an Veränderungen stattgefunden hat und wie wir vielleicht dagegen steuern können, dass der Wildpark besser aufgestellt sein kann dann. Genau. Ja, schon interessant. Und dann werden wir nach dem Wildpark werden wir in unseren zweiten Tierpark wechseln. Der ist nämlich nur ein paar Kilometer weit weg. Das ist nämlich der... Von dem Großwildtierpark zu dem Haustierwildpark. Genau, dann werden wir nochmal zum Haustierpark gucken. Zur Lydia und zum Marc. Ja. Und werden da nochmal reingucken morgen auf den Sonntag. Weil wenn wir schon auf der Ecke sind, dann können wir da auch nochmal einen Zwischenstopp machen. Weil der Tag ist dann eh mit durch. Da schaffen wir eh nicht mehr viel Produktives dann danach noch. Von daher können wir uns dann da nochmal zu Lydia begeben und auf einen Kaffee und einen kleinen Schnack oder so. Das ist ja auch mal ganz interessant. Oh ja. Und ja. Vielleicht noch einen Esel streicheln. Genau, da werden wir dann den Esel streicheln. Genau, also das der ist Park ist auch total fantastisch. Ja. Super schön gemacht. Die beiden stecken da das komplette Herzblut rein. Und wie gesagt, es ist echt fantastisch, dass man so die Esel und die Ziegen und die Enten und so füttern kann. Also meine Favoriten sind ja wirklich die Pommernenten. Natürlich. Man möge es ja immer nicht denken. Aber die Pommernenten sind total geil gewesen. Genau. So. Also da kann man wirklich dann auch nochmal sich sein. Ja, wie gesagt, also das finde ich eigentlich eine schöne Geschichte, dass da die zwei Parks relativ dicht beieinander sind. Mhm. Weil man da wirklich dann von einem Park in den anderen wechseln kann. Jo. Also man fährt erst in den einen und danach gleich in den zweiten. Die Eintrittspreise sind in beiden eigentlich noch recht überschaubar für Absolut. Das, was angeboten wird. Absolut. Und das ist ja heutzutage auch mal so eine Frage. Mhm. Das müssen wir uns ja, ne, nachdem jetzt alleine schon Leibniz-Kekse von... Ja, ich bin da ein bisschen erbost drüber, ehrlich gesagt. Also, ja, also eine Packung Leibniz-Kekse hat letztes Jahr noch 1,69 Euro gekostet im Supermarkt, den wir des Öfteren besuchen. Und heute kostet die Packung Kekse 1,99. Das sind innerhalb von 8 Wochen, was haben wir jetzt, Mitte Februar? Innerhalb von 8 Wochen sind das mal 40 Cent. Zumal die ja schon mal vor kurzem erst den Preis erhöht hatten. Ja, ja. Ne, also das ist jetzt so. So, also die waren, wie gesagt, die waren vor 4 Wochen haben sie 1,89 gekostet, jetzt kosten sie 1,99. Also, finde ich jetzt ehrlich gesagt mächtig sportlich. Ne? Ja, mächtig gibt sportlich. Ja auch keinen Mehrwert in der Packung. Wahrscheinlich muss man schon wieder froh sein, dass sie nicht schon wieder 10 oder 20% eingespart haben im Packungsinhalt oder so. So, also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen erbost drüber heute auf dem Samstag. Aber... Vielleicht nervt auch langsam alles ein bisschen, ne? Mit ja, den zumal, Lebensmittelsachen so. Zumal sie sich ja mittlerweile mit der Inflation nicht mehr so rausreden können. Also nee, die Inflation, nee, also sorry, also. Die ist relativ kontrolliert mittlerweile wieder. Also ich habe letzte Woche gelesen, dass sie auf dem niedrigsten Stand seit 2021 ist. Und von daher... Ist das wahrscheinlich nicht das Argument, was sie gerade anbringen können? Nee, das ist gerade nicht das Argument, was sie gerade anbringen können. Also von daher ein bisschen schwierig. Weil Lebensmittelpreise, daran kann auch mal... ein bisschen Unmut in der Bevölkerung entstehen. Mhm. Und da kommen wir nämlich zum eigentlichen Thema des vergangenen Dienstags. Ja, da war ich nämlich unterwegs auf einem Geschäftstermin bei einem ortsansässigen Landwirt. Und habe ich ja auch schon berichtet, war ich ja bei der Agrar GmbH der Stadt Usedom und der dortige Betriebsleiter, Geschäftsführer, ich weiß es gar nicht, aber der Geschäftsführer auf alle Fälle, weil das habe ich auf die Briefköpfe geschrieben, der Geschäftsführer, der Herr Esbich, ist gleichzeitig nämlich Vorsitzender vom Bauernverband Ostvorpommern. Also vom Regional, also es gibt ja diesen Bauernverband MV, Bundesbauernverband, und dann gibt es noch so Unterabteilungen. Und er ist halt der Vorsitzende vom Bauernverband Ostvorpommern, also Altkreis Ostvorpommern, genau. Ne, Greifswald, Wolgast, Anklam, so die ganze Ecke. So, und mit dem habe ich zusammengesessen, habe mit dem eigentlich erstmal ganz andere Sachen beredet gehabt, weil der noch ein paar Sachen von mir möchte, die ich noch bauen muss. Und dann habe ich aber die Chance genutzt, weil ich mir sagte, Mensch, ja, wenn der Herr Esbich hier schon mal in Zivil und nicht in Arbeitsklamotten auf dem Sprung bei mir sitzt, weil sonst ist der Termin nämlich immer, er kommt, sitzt in Outdoor-Klamotten da, erzählt, was er möchte und macht dann so... Und ist weg.
So. Weil so ein Landwirt ja auch nie Zeit hat. Und Herr Esbech hat sowieso überhaupt nie Zeit. Weil Herr Esbech nicht nur Bauernverband ist, sondern auch noch Jagdverband und weiß der Fuchs was alles noch. Also Herr Esbech ist so beschäftigt. Herr Esbech ist, nennen wir es mal, schwer beschäftigt. Genau. Und ja, mit dem habe ich dann erzählt und dann habe ich die Frage gestellt, die mir auf der Seele brannte und habe dann gesagt, Herr Esbech, die als jemand, der ganz dicht dran ist und auch in der Verantwortung ist. Vielleicht auch ein bisschen durchblickt. Und noch dazu ein bisschen Durchblick hat. Erzählen Sie mir doch mal oder klären Sie mich doch mal auf, worum geht es denn eigentlich? Aus Ihrer Sicht. Genau. Ja, und aus Ihrer Sicht, wo ist das Problem für die Landwirte? Wie, warum ist das alles so aufgekocht und hochgekocht und wie sieht es aus? Und dann traue ich mich jetzt auch eigentlich gar nicht jetzt irgendwie zu erklären, was mir erklärt wurde, weil das war so umfangreich und so komplex, dass ich auch eigentlich nur schlagwortartig, sage ich jetzt mal, irgendwie im Bilde bin. Und die Kommunikation mit Herrn Esbech ist auch immer ein bisschen, wechselt immer so zwischen ein kleines bisschen Ironie, ein kleines bisschen Humor und ganz viel Ernsthaftigkeit. Und wenn man das alles nicht in der Gesamtheit kriegt, dann kriegt man auch den Gesamtkomplex eben nicht gefasst. So, Fakt ist aber eins, die Landwirte wollen keine Revolution starten und dieser ganze Blödsinn, den man zu sehen bekommt, von wegen Bauernkrieg und was ich schon wieder alles in den asozialen Medien zu Gesicht bekommen habe, war ja schon wieder mehr als hanebüchen und haarsträubend. Und deswegen unterhalte ich mich gerne mit jemandem, der aus der Materie stammt und der da drin steckt und überhaupt. Und die sind ja meistens auch alle sehr bodenständig. Der deutsche Landwirt gilt ja durchaus als bodenständig. Er steht halt auf seinem Boden meistens. So, und die Probleme, die mir da halt geschildert wurden und auch der Umfang des Problems war beeindruckend. Mhm. Also es geht ja damit los, dass der Bauernverband ja alleine schon als Meinungsvertretung des einzelnen Landwirten ja schon absolut in der Bredouille steckt, weil du ja nicht nur einen Landwirt hast, sondern du hast ja, ne, und du hast den Nebenerwerbslandwirt, du hast den Haupterwerbslandwirt, du hast die Agrargenossenschaft, du hast die Agrar GmbH, du hast Großbetriebe, mittlere Betriebe, kleine Betriebe und dann hast du meistens noch Spezialbetriebe, die dann auch noch weil unsere Weinbauern, die gehören ja auch in diesen Bauernverband. Ja. Da hast du jetzt in Ostfraupommern nicht so das Problem, weil die Weinbauern relativ zaghaft vertreten sind. Und aber allein alle Interessen in einen Verband zu bündeln, sagte Herr Esbech, ist schon nahezu unmöglich. Ja. Und auch die Interessen des Einzelnen sind ja ganz unterschiedlich gestaffelt. Ja. So. Und deswegen gibt es jetzt, und das zu Recht, auch immer noch und hoffentlich auch weiterhin zielführende Gespräche mit der Politik, die allerdings wirklich extrem komplex sind. Und da geht es halt um viel mehr Sachen als nur um Agrarsubventionen und Dieselpreise. Ne? Die Thematiken sind halt so komplex, also alleine die Agrarsubventionen, die auch von der EU kommen, sind ja schon mal gestaffelt und aufgespalten. Ja. Da gibt es Agrarsubventionen, die werden als Gesamtsumme dargestellt, die kommen aber nicht als Gesamtpaket beim Landwirt an, sondern da wird ein Teil abgespalten und wird zum Beispiel in die Infrastrukturpolitik der einzelnen Landstriche gesteckt. Sodass du aus den Agrarsubventionen einen Teil rausnimmst und davon werden halt Begegnungsstätten... Infrastruktur halt. Infrastruktur, also Begegnungsstätten, irgendwelche Gemeindehäuser und so weiter werden davon gebaut, gefördert, wie auch immer. So, und dass du dann natürlich eine geringere... Die Gesamtsumme reduziert sich um diesen Betrag, der dann wirklich an die Bauern oder an die Landwirte ausgegeben wird. Ja. Und das ist schon so ein Ding, das muss man verstehen. Und so weiter und so fort. Und viel mehr kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Ne? Ich hatte dann noch auf den schmerzenden Punkt Milchwirtschaft gedrückt, wo der von mir sehr geschätzte Herr ist. Ich schätze ihn auch für seine Emotionalität, die der fürs Thema aufbringt, mir dann erklärt hat, wie die Milchpreisgestaltung aussieht und warum die Milchpreisgestaltung so schwierig ist, weil man ja sich so seine eigene so als völlig unbedarfte, als Laie völlig anders denkt. Oder sagen wir mal denkt, so, ne? Das, was ja gerne dann in den Medien verbreitet bekommst, ne? Ja. Dich meistens darüber bildest, genau. Oder so, ja. So, und dann, wie gesagt, also diese Informationen
aus von der Basis, aus der wirklich auch Von der informierten Basis. Von der Leute, die wirklich auch keine Ahnung haben. Vom, oder so. Vom Spezialisten. Ja. Also von dem mit Expertise. Mhm. Ist wirklich mehr als wertvoll. Und jetzt natürlich, logischerweise, fange ich natürlich dann auch gleich innerlich an zu rotieren. Und jetzt, ich muss es irgendwie schaffen. Ne? Ich muss irgendwie Herrn Espich ein bisschen Honig ins Gesicht schmieren. Und, weil ich hätte ihn gerne bei so einer bei einer extra Podcast-Folge oder so, hätte ich ihm einfach mal so eine Redezeit gegeben, wo ich dann praktisch ne, die Fragen des Dussels von meiner Seite, der fragt einfache Fragen und bekommt dann mal Informationen von einem Experten. Hm. Warum ist das so schwierig? Was ist das Problem? Ne, ist die Globalisierung ist ein Problem. Der deutsche Landwirt leidet natürlich an der Globalisierung, ist aber natürlich von der Globalisierung auch abhängig, weil der Bauer oder der Landwirt natürlich auch auf Export angewiesen ist, seiner Produkte im Endeffekt. Ne? Ja, das ist halt immer ein großes Problem in Deutschland. Interessant bei dieser ganzen Milchgeschichte ist zum Beispiel, dass die Trinkmilch, die wir noch im Laden sehen, in den Tetrapacks, in den Flaschen und wie auch immer, ist eigentlich für die Milchwirtschaft ein geringer, also vom Umfang her sehr gering. Ja. Ne, das viel größere Problem oder die viel größere Anteil haben halt Butter und Magermilchpulver. Die sind für die Milchwirtschaft, für den Landwirt interessant. Die Trinkmilch ist gar nicht interessant. Ne, also das ist für die wird ja auch genug in die Produktion, so. In die Weiterproduktion. Also nicht, dass ein Endprodukt Milch im Karton im Laden landet, sondern auch das, was natürlich weiterverarbeitet werden muss. Genau, es gibt da so Punkte wie Wertschöpfung in der Milchindustrie, auch darüber bekam ich natürlich gleich noch einen Kurzvortrag. Also ich wankte aus dem Gespräch raus und hatte so das Gefühl, da hat einer den Kopf aufgemacht und erstmal mit Hochdruck erstmal so Wissen reingedrückt. So. Kurze Schlagworte wiederum, ne? Aufpassen, wir kaufen nur deutsche Butter, um den deutschen Landwirt zu unterstützen. Ja. Das ist ein Originalzitat. Ja, hast du mir erzählt. Kaufen nur die anderen Gott sei Dank auch. Deutsche Butter. Kauf deutsch. Tut mir leid, ich bin sonst sehr europäisch, aber das wurde mir mitgegeben. Soll deutsche Butter kaufen. Und wenn das unterstützt die Bauern. Also genau, und wenn Herr Espich sagt, ich soll deutsche Butter kaufen, mache ich das natürlich. Ja. Ist auch so ein Typ, der so eine natürliche Autorität ausstrahlt. Aber auf eine gute Art. Also nicht auf eine sehr gute Art strahlt er eine gewisse Autorität aus, die auf Wissen und, und eigene Arbeit und eigene Expertise halt beruht. Deswegen kann ich mit dieser Form von natürlicher Autorität auch sehr gut umgehen immer. Ja, und das war so mein... Weil die auch nie Belehre drüber kommen. Nein, ganz im Gegenteil. Also wirklich, also ich habe selten so zielgerichtet, so auf den Punkt Informationen bekommen, die mir auch weitergeholfen hat. So. Und das war mir eigentlich ganz wichtig. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo sind wir denn hier heute schon? Bei einer halben Stunde. 33 Minuten, Mensch, ja. Viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht. Ach doch, was ich noch sagen wollte, um nochmal zum Thema Werbung zurückzukommen, weil das ist mir auf der Weinmesse wieder aufgefallen. Ja, wir haben viel zu tun. Ja. Also gerade auch im klassischen Printbereich ist es teilweise doch sehr dünn, was man zu sehen bekommt. Es gibt... Man kommt ja aus seiner Haut nie raus. Man kommt aus seiner Haut nicht raus. Also es, ne, der junge Mann mit seinem griechischen Wein war extrem schlecht ausgestattet. Der hatte weder Flyer noch Visitenkarten noch irgendwas. Die Preisliste musste man sich abfotografieren, weil er hatte nur die eine mit. Das ist eigentlich für mich schon der Moment, wo ich sage, na, mein Junge, dann geh du mal weiter dein Wein verkaufen. Wir tauschen Wein gegen Werbedienstleistung. Nee, so der echte, da wäre ich ja Alkoholiker. So viel Wein hat er gar nicht. Und... Es ist also so, ein Beispiel. Ja, genau. Es ist halt. Beispiel. Dann gibt es wiederum andere, die sind sehr gut ausgestattet. Ne? Oh ja, doch. Die sind sehr gut. Die sind auch optisch sehr gut ausgestattet. Die haben auch eine sehr schöne CI. Die haben auch sich schon ein schönes neues Logo bauen lassen. Wo ich natürlich, ne, ich bin ja Etikettenkäufer, das gebe ich ja zu. Und dann hast du wieder welche dabei, wo du halt denkst, ach du lieber Gott, eure Flyer und eure ganze Druckkram ist auch hart in den 80er, 90ern stehen geblieben. Ja, und es gibt auch dann keine Webseite, sondern du hast halt diesen klassischen Bestellzettel halt maximal. Ihr könnt per E-Mail anfragen, was für Wein ihr kaufen könnt oder so. Und denkst genau. Du, oi. Genau. Und dann, ja.
Also da, wie gesagt, ich bin ja der Rufer in der Wüste, ich predige auch und ich nerve auch damit, aber ich bin immer noch der Meinung, wenn du etwas verkaufen willst, musst du einen ordentlichen Auftritt haben. Mhm. Offline, Print und online als Webseite. Na, alles, was der Kunde sieht, ist immer die Visitenkarte, die er zu sehen bekommt. Ob das jetzt nur eine händische Visitenkarte ist oder ob es die Webseite ist, ob es der Google-Account ist. Egal was ist, egal was der Kunde zu sehen bekommt, es ist deine Visitenkarte. Und Richtig. Wenn du die nicht gepflegt hast, wenn sie nicht da ist, wenn sie nicht vorhanden ist, kann er bei dir auch nicht kaufen oder will auch bei dir nicht kaufen, genau. Weil du so altbacken oder so nicht sichtbar bist, genau. Dass du halt eben auch gar nicht bei dem Kunden ankommst. Und ne? Das ist halt bei mir so die praktische Erkenntnis des letzten Sonntags auf der Weinmesse gewesen, dass es da sehr weit auseinanderfällt. Ja. Du hast sehr gute Beispiele und du hast aber auch Beispiele, wo du sagst, hei, so geht's eigentlich nicht. Ja, also da muss unbedingt rangegangen werden. Und deswegen sage ich immer, drum prüfe man sich selber als Geschäftsinhaber, als Firmeninhaber, als Geschäftstreibender, ob man von seinen eigenen werblichen Produkten, Visitenkarte, Flyer, Webseite, was auch immer, ob man davon selbst angesprochen ist. Mhm. Und wenn man da auch nur geringste Zweifel hegt, sollte man uns kontaktieren. Ja. Ja. Ich glaube, das ist nicht zu viel Werbung, die man da für sich macht. Nö, das ist in Ordnung. Man darf dann auch gerne... Das sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe, indem man an uns herantritt und wir dann unsere... Weil es ist halt nun mal so, nicht jeder kennt sich mit Google-Sachen aus, nicht jeder kennt sich mit Webseiten aus. Und man muss den Mist auch nicht selber bauen, weil es gibt nun mal Expertisen, die hat man und dann kann man darin arbeiten. Ich frage den Klempner auch nicht, ob der mir erklärt, wie ein Klo einbauen kann, sondern ich beauftrage den Klempner, der baut mir ein Klo ein. So, Punkt, aus, Ende. Das wird dann eine gute Sache und ich muss mir da nicht 70 Tutorials reinziehen, die sowieso nur schief gehen und das funktioniert nicht. Es gibt Sachen, die gibt man einfach nach außen ab. A, um Zeit zu sparen, B, um auch Geld zu sparen, weil nur mal so unter uns, Leute, das, was man da sich gerne mal selber zusammenbastelt, ist oft nicht gut und ist kostet halt am Ende sehr, sehr, sehr viel Geld. Ob nun der Kunde, der nicht kauft, dich Geld kostet, oder aber, ob es die Sache ist, dass es so schief gegangen ist, dass du dann einen Profi beauftragen musst, der deinen Mist erstmal aufräumen muss, plus die Arbeit, die er machen muss, um es nach richtig zu bringen, also ins Fertige zu bekommen. Genau, deswegen kommt gleich zu uns, wir bauen euren Mist. Ja. Müsst ihr nicht selber bauen. Genau. Ja, also, das kann man doch so sagen. Natürlich. Ich habe ja jetzt nur nichts Schlimmes gesagt. Nein. Alles erwachsene Menschen hier. Naja, wir möchten ja auch nur Kunden und Klienten und Geschäftspartner haben, die mindestens auf dem gleichen Humorlevel sind wie wir. Sonst macht es ja keinen Spaß. Deswegen macht es keinen Spaß. Von daher beenden wir das an dieser Stelle für diese Woche auch. Wir essen jetzt Schokokuchen. Wir essen jetzt frisch gebackenen Schokokuchen. Wir essen jetzt Schokokuchen, deswegen beende ich das jetzt an dieser Stelle. Und werden uns dann, wir sehen uns dann morgen in Social Media, bei Instagram und überall anders, aus der Schorfheide, wo wir Wölfe füttern. Gott sei Dank. Oder an die Wölfe verfüttert werden. Das werden wir morgen sehen. Ideen, die wir rüberbringen, wird sie entscheiden, ob sie uns verfüttert oder ob sie dann doch lieber das Futter nimmt für die Wölfe. Nein, die zugucken dürfen. Die Imke ist mega nett und mega sympathisch. Ja, und die Chefin ist wirklich eine super nette Person. Also auch so eine sympathische. Ne? Also du kannst mit der wirklich stundenlang erzählen. Sie erzählt ja auch. Ne? Also und hat auch 1 Million Story. Naja, ihr wisst es, ne? Die Leute, die aus dem Dienstleistungsbetrieb kommen, die haben immer 1 Million Stories zu erzählen, weil der Kunde ist nun mal Unterhaltungspunkt Nummer 1. Genau. Das sind auch Sachen gewesen, da kannst du dich einfach nur weghauen. Und mein nächster großer Plan ist eine Doku-Reihe über die Tierparks. Also sowohl über den einen wie auch über den anderen. Ja. Die eine hat mir letzte Woche noch nicht ganz so zugehört. Da muss ich noch ein bisschen reinarbeiten in die Bewegt-Bild-Problematik. Und die andere weiß noch nichts von ihrem Glück. Ja. Die muss einfach nur mitmachen. Dafür ist sie auch mal zu haben. Genau, weil Menschen müssen mal zu ihrem Glück manchmal auch einfach nur gezwungen werden, sozusagen. In dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche, einen schönen Restwochenende, einen schönen Sonntag, den wir im kalten Nassen verbringen werden.
Und ihr ja, hört uns zu, schreibt uns, gebt uns Feedback. Ansonsten verfolgt uns in den sozialen Netzwerken. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten, bei der nächsten Podcast-Folge wieder. In dem Sinne, ciao, genau, ciao. Bis denn. Tschüss.